Peter, kannst du nicht nach Berlin kommen? Hm, ja, zum Open-Air-Konzert. Ja, ja, hier in der Waldbühne. Hallo, Trixi. Hallo. Wer? Hm, ja, die kommen auch. Ja, ich weiß, der Schlagzeuger. Hm, der lange Typ mit der Tätowierung. Ach, einfach irre. Etwa auf unsere Kosten? Nein, sie hat angerufen. Entschuldigung. Nee, nee, nur meine Mutter. Trixi! Ja? Trixi, ich hab mit dir zu sprechen. Okay, also bis zum nächsten Mal. Ach, dann rufst du mich an, okay? Okay, ciao. Du, ich denke, sie hat angerufen. Och, weiß nicht mehr. Ist schon so lange her. Das glaube ich. Trixi, wann fängst du endlich mal an, erwachsen zu werden? Ach, Mama, musst du immer so frustig sein, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst? Sei froh, dass ich überhaupt Arbeit habe. Ich bin doch die einzige Buchhalterin ohne Abitur. Sogar die Putzfrau hat studiert. Ach ja? Du, da fällt mir ein, du kannst mir meine Mutter helfen. Oh nein! Doch, das bist du mir schuldig. Letztes Mal hast du mich nicht bekommen. Wie wär's, wenn du mir in Mathe hilfst? Was? Also pass auf. Alleinstehende Frau muss Tochter großziehen. Nicht allein, dass sie einen dicken Kredit abzahlen muss. Jetzt hängt sie auch noch mit der Rate fürs Auto hinterher. Sie hält eine Mahnung über 800 Mark. Zahlbar sofort oder der Wagen wird abgeholt. Und zwar morgen. Was soll die Frau tun? 800 Mark. Okay, Mama. Dann verkaufe ich ihm meine Gitarre. Süß von dir. Und woher nehmen wir die restlichen 780? Hör mal, das ist eine Spitzengitarre. Siehst du? Jetzt kommen sie schon heute. Weißt du was? Einfach nicht aufmachen. Versteck dich. Verstecken? Spinnst du? Ich bin eine erwachsene Frau. Verstecken? Wo denn? Na, unter der Bettdecke. Tachchen! Tag. Wenn es sich um den Wagen handelt, könnte ich bitte erst Ende des Monats zahlen? Ja, von mir aus gerne, also. Ach, schön. Vielen Dank. Wiedersehen. Moment mal. Ich komme eigentlich nicht wegen der Schulden, sondern wegen der Glückwünsche. Glückwünsche? Ja. Ach, habe ich den ersten Preis im Preisausschreiben gewonnen? Ein Abendvolkslieder mit Heino. Nee, noch viel besser. Sie haben mich gewonnen. Was? Ja, ich bin ja neuer Untermieter. Wieso? Das war doch Ihre Annonce. Ich meine, ich bin doch hier richtig, oder? Ja, das ist nein. Doch. Hier, Zimmerzimmer mieten, 400 Mark im Monat an einzelne Dame. Sie sehen nicht aus wie eine einzelne Dame. Sehr scharf beobachtet, aber darüber kann ich hinwegsehen, wenn das Zimmer mir gefällt. Banane gefällig? Nein, danke. Ich vertrage den Regen nicht so. Darf ich reinkommen? Es regnet doch gar nicht. Ja, aber es könnte nicht. Jeden Augenblick könnte es ja nicht. Darf ich? Na schön, aber nur für einen Moment. Vielen Dank. Alle Achtung, also hier gefällt's mir. Ach, wirklich? Ja, die Atmosphäre, das drumherum, also ganz mein Stil. Aber 100%. Wo ist mein Zimmer? Ah, als er kam, war er ein Fremder. Nein. Und er dachte nicht daran, dass für ihn noch mal das Leben so was Schönes bieten kann. So habe ich es mir vorgestellt, mein Reich. Also, hören Sie mal, die Annonce galt einer Dame. Ich lasse mich nur auf Damen ein. Ach, so alle sind Sie, verstehe. Also, wissen Sie, es ist wegen meiner Tochter. Sie ist erst 16. Ja, und? Wir haben nur ein Badezimmer. Passen Sie mal auf. Benutzt Ihre Tochter das Badezimmer freitags morgens ganz früh um 11.37 Uhr? Nein, natürlich nicht. Und dann kann ja gar nichts passieren. Wo ist denn die Küche? Also, wo ist denn die Küche? Bitte. Ah, und drinnen waltet die züchtige Hausfrau. Moment mal, ich weiß ja noch gar nicht, wer Sie überhaupt sind. Nun, fragen Sie, nur keine Hemmung, nicht? Also, sind Sie fest angestellt? Fest angestellt, hören Sie mal. War Beethoven etwa Postbeamter? Also dann zu den Referenzen. Gnädigste, Sie gefallen mir auch so. Nicht meine, Ihre! So, ja, die kriegen Sie, Frau. Wie war gleich der werte Name? Keller. Frau Keller. Ja, Frau Keller. Wir beide unter einem Dach, da kann ja nicht Frau Keller zu Ihnen sagen. Wie ist der werte Vorname? Katharina. Katharina Keller. Das ist ja reine Lyrik.
Oh, halb sechs, kann ich mal eben ganz kurz telefonieren? Meine arme alte kranke Mutter, die macht sich sonst Sorgen. Wissen Sie, ich darf doch mal ganz kurz. Ja? Moment mal, wo ist denn Ihre Mutter überhaupt? Na, in Berlin, wo denn sonst? Ich darf doch mal, ja? Also schön, dann telefonieren Sie. Bei einem Ortsgespräch will ich nichts sagen. Wenn die Mutter krank ist. Hallo? Sagen Sie mal. Psst, sagen Sie mal, die Verbindung ist nicht besonders. Ja, hallo? Ja, Mamilein. Ja, ich bin's. Na, wie war denn der Charterflug so? Charterflug? Na, also. Ja, nee, hier läuft auch alles bestens. Hm? Sag mal, wie spät ist es bei euch da drüben jetzt eigentlich so ungefähr? Da drüben? Ach, doch, so viel Unterschied, ja? Wo da drüben? Psst. Jedenfalls, du amüsierst dich. Schön, ja. Du, ich ruf dich nachher noch mal an, nicht? Oh, was heißt denn zu teuer? Für dich ist wieder nichts zu teuer, Mamilein. Also, tschüsschen. Tschüss. Gute alte Mutter. Sagen Sie mal, Herr... Ach so, ja, Böck. Aber Sie können ruhig Willi zu mir Herr sagen. Herr Böck, wo haben Sie eigentlich hintelefoniert? Sie sagten doch, Ihre Mutter sei in Berlin. Ja, ist sie auch, ja. Berlin, Berlin, Connecticut, USA. Herr Berlin, Böck, Berlin, Berlin. Wir passen nicht zueinander. Nicht? Zumindest Sie nicht. Also, schönen Abend. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Bleiben Sie aber... Ich meine damit, dass sie geht. Ich? Na, hören Sie mal, Frau Zeller, Sie machen aber einen furchtbaren Fehler. Meine Königsberger Klopse sind einmalig. Hören Sie mal, ich bin Lichtexperte für Weihnachtsbäume. Ich kann sogar einen Ping-Pong-Ball in meinem linken Ohr verschwinden lassen. Es reicht, wenn Sie verschwinden. Katharina, was ist denn jetzt? Es fing doch alles so gut an mit uns beiden. Was trennt uns denn auf einmal? Die Tür, Herr Böck, die Tür. Du, Mama, kannst du mir mal mit den Logos helfen? Nee, du weißt doch, ich kenne mich mit Logarithmen nicht aus. Aber ich... Und Albert Einstein, aber der kommt hier auch nicht rein. Wer zum Geier ist denn das? Unser Ex-Untermieter, Herr Böck. Tschüss, Herr Böck. Böck? Ja, du kannst Onkel Willi zu mir sagen. Sie verschwinden hier oder ich rufe die Polizei. Es gießt gleich in Strömen. Dann eben die Wasserpolizei. Sie kennen sich also wirklich mit den verdammten Logos aus? Logo, lass mich rein und ich zeig's dir. Na, Moment mal, ja. Steht bei einer reinen Zahl ein Plus oder ein Minus rechts vom Dezimalpunkt? Logo. Ja, Plus oder Minus? Na, Logo. Ja, was Logo? Ach, oh Gott, jetzt haben wir's. Was denn? Ach, nur diese Stiche in der Lunge. Die habe ich immer, wenn man mich raussagt, in den Regen, in die Kälte. Frag mal Mama, ob sie mir vielleicht einen kleinen Aspirin durch den Briefschlitz schieben kann. Okay, ich frag mal. Ja, und einen Tee mit Zitrone, bitte. Ach, Herr Pullmann. Na, Herr Böck, sind Sie etwa schon wieder rausgeflogen? Wie kommen Sie denn darauf? Ganz im Gegenteil. Also, ich habe Sie jedenfalls rausgeschmissen. Und dabei fällt mir ein, wenn der Rest von Ihrem Gerümpel nicht innerhalb von einer Stunde aus meinem Haus raus ist, dann kriegt ihn die Heilsarmee, falls Sie das Zeug überhaupt wollen. Herr Pullmann, wenn ich Ihnen einen kleinen Tipp geben darf. Nichts Voreiliges, bitte. Wieso? Ja, Frau Keller entpuppt sich doch als ziemlich harte Nuss. Es kann sein, dass ich wieder zu Ihnen zurück muss, leider. Um Himmels Willen, Herr Böck. Sie dürfen nicht zurückkommen. Meine Krankenkasse will nicht mehr bezahlen. Für was denn? Ja, für die Beruhigungsspritzen. Sie sagen 8 am Tag, das sei unglaublich. Aha, die kennen mich eben nicht. Eben. Und deshalb tue ich auch alles, was Sie wollen. Nur bitte, bitte bleiben Sie weg. Also, was wollen Sie? 2 Monatsmieten im Voraus für Frau Keller. Das ist reine Erpressung. Ja, das werde ich ihr dann auch sagen. Okay, also, wie viel? 800 Apple. Ist ja nur ein kurzer Kredit. Sie wissen ja, wo ich wohne, nicht? Also... Aber eines müssen Sie mir versprechen. Ja? Sie verschwinden aus meinem Haus. Ja? Aus meiner Straße. Jawohl. Und aus meinem Leben. Nur so, ja. Adieu, Herr Böck. Danke, ja. Tatsächlich. Ich hab's gesagt. Was? 3 kleine Worte. Adieu, Herr Böck. Ja, so ein Tag. So wunderschön wie heute. So ein Tag. Wieder ein Glücklicher macht. Ey, wohin willst du denn damit? Na, er hat gesagt, er wird mir in Mathe helfen. Heißt das, er ist immer noch da? Was ist denn das? Ein Scheck. Für dich, Mama. Mit solchen Tricks kommt er mir hier nicht rein. 800 Mark. Was? Och, tatsächlich 800 Mark. Nee, trotzdem, kommt nicht in Frage. Aber Sie werden es nicht bereuen, Katharina. Hey, warten Sie! Nehmen Sie den zurück! Ich will ihn nicht! Natürlich will sie. Du hältst dich da raus. Nun wollen wir mal ganz ruhig bleiben, ja? Erstmal ein Stückchen Tee. Hören Sie! Hinsetzen und entspannen. Also, Herr Böck, nochmal wegen meiner Hausaufgaben. Also, Kindchen Nummer 1 nach dem anderen, ja? Jetzt packen wir erstmal aus und ziehen hübsch ein. Ich habe mich wohl nicht klar genug ausgedrückt.
Ich will Ihren Scheck nicht, Herr Böck. Willi, bitte. Ohne aufdringlich sein zu wollen. Könnte ich mal mein kleines Handtuch haben hier wegen des Regens hier für die Haare? Beatrice, geh und hole Herrn Böck ein Handtuch. Okay. Hier, ihr Aspirin. Oh, danke schön. Und ein bisschen Zucker für den Tee, aber nur, wenn es keine Umstände macht. Ach, nicht doch. Genieren Sie sich nicht. Vielleicht auch noch ein paar Kekse oder lieber einen Krabbentoast. Ach, das ist aber nett von Ihnen. Beides, bitte. Okay. Für mich würde sie das niemals tun. Ja, ich hab halt eine Ader für die Jugend, nicht? Sie sollten mal einen Psychologiekurs mitmachen. Na, ich rede mal mit Ihrem Mann drüber. Herr Keller wohnt hier nicht mehr. Na, wundersam, sehr, sehr wundersam. Ich habe ihn vor die Tür gesetzt. Ist schon eine Weile her. Ach, ja, und seitdem war er nicht mehr hier? Nur einmal, um seine Wäsche abzuholen. Ach, übrigens, da fällt mir Folgendes ein. Moment. Was ist denn das? Meine Wäsche, aber das muss ja nicht gleich sein. Nun sagen Sie mir doch mal einen einzigen vernünftigen Grund, warum ich Sie als Untermieter aufnehmen sollte. Na, zum Beispiel, weil ich ein Mensch voller Verständnis und Zartgefühl bin. Ja? Dann haben Sie doch bitte so viel Verständnis und nehmen Ihr Zartgefühl und verschwinden mit demselben. Bitte? Gut. Ich gehe, bitte, wenn Sie wollen. Ich will Ihnen ja nicht zur Last fallen, nicht? Bitte schön. Aber nur eine Frage noch, Katharina. Haben Sie zufällig das Handelsblatt da? Das Handelsblatt? Nein, wieso? Ja, das wärmt am besten. Für 7 Seiten Handelsblatt werfe ich jede Wolldecke weg. Ach, eins ist Ihnen doch hoffentlich klar. Sie sind nur auf Probe hier. Warum denn so misstrauisch? Wenn ich nur auch so wäre. Ich müsste halt ein bisschen mehr von Ihnen wissen. Bitte sehr. Hier kommt bereits die erste Referenz. Die haben Sie doch eben selbst geschrieben. Natürlich, ich kenne mich schließlich am besten, nicht? Verstehe. Wer könnte da hier eine bessere Referenz schreiben? Lesen. Hiermit wird bestätigt, dass Herr Böck willensschwach, faul und man könnte fast schon sagen, etwas unordentlich ist. Nun zum positiven Teil. Herr Böck ist ein brillanter Journalist. Mit einem Wort, jede Vermieterin mit ein bisschen Ehrgeiz würde sich reißen um so einen Mann. Ja, aber dann... Liebe Frau Keller, ich halte Sie für eine unglaublich attraktive Frau und es würde mich nicht wundern, wenn Sie dasselbe von mir dächten. In Liebe, Willi. Ich glaube, mir wird's schlecht. Also, das ist so... Tut mir leid, Willi. Ich war nur Beuteltee. Oh, aber das macht doch nichts. Vielen Dank, ja? Wie ist es jetzt mit den geraden Zahlen? Plus oder Minus? Moment mal. Nicht, wenn ich esse, ja? Später, ne? Okay, okay. Mama, hast du mal einen 10er für die Disco? 10 Mark? Du hast mir's doch versprochen. Unmöglich, das kann ich mir doch gar nicht leisten. Oh je. Wozu lebe ich eigentlich? Ach nee, nicht schon wieder diese Platte. Eins will ich dir mal sagen. Moment mal. Also, wenn ihr euch unbedingt streiten wollt, dann woanders. Ja, das hier ist mein Zimmer. Ne? Entschuldigung, es tut mir ja so leid. Müssen wir gleich gehen? Nee. Machen Sie erst mal mit dem Bett weiter da, ja? Du, Trixie, ich weiß jetzt, wie ich dir aus der Patsche helfen kann. Willst du dir auf die Schnelle so 10 Mark verdienen? Na klar. Na gut. Siehst du die Hemden da hinten? Ja und? Die wollen unbedingt gebügelt werden. Die sind ja noch dreckig. Ja und? Da musst du halt vorher ein bisschen waschen, nicht? Das wird sie nicht tun. Ach Mama, halt du dich da raus, ja? Entschuldige, Willi, aber nur gegen Vorkasse. Na nur so, klar. Würden Sie bitte mal 10 Mark pumpen? Ganz ruhig bleiben, ich träume mich ja nur. Oh, das wird für mich sein. Moment! Was und wenn es ausnahmsweise mal für mich wäre? Ja, bitte. Sie nun wieder. Ami kann sie gut leiden. Ja, scharf beobachtet. Woran hast du es genau bemerkt? Ach, ganz einfach. Wenn sie jemanden mag, ist sie immer besonders unfreundlich. Können wir jetzt meine Hausaufgaben machen? Ja, klaro, du kriegst von mir eine Generalnachhilfe. Schön, aber erstmal die Logarithmen. Ja, du sag mal, ist das eigentlich eine moderne Schule? Ja, super. Hm, gutes Labor dabei? Mit allen Schikanen. Können Sie doch auch ein bisschen selbstständig arbeiten? Ja, es kommt drauf an. Aber eigentlich schon. Du sag mal, wie wär's denn mit einer Versuchsanlage für selbstgebrannten Schnaps? Herr Böck? Ja. Da steht ein Klavier vor der Tür. Ah, mein Klavier! Ja, richtig, das wollte ich Ihnen vorhin schon sagen. Ja, dann sagen Sie jetzt, dass es verschwinden soll. Oh, unmöglich. Ich ohne Klavier, das wäre wie Hamburg ohne St. Pauli, wie Bismarck ohne Hering. Hören Sie, wenn dieses Klavier hier reinkommt, dann nur über meine Leiche. Na, wir reden noch drüber. Ja, wunderbar, Freunde. Wunderbar. Wer hat Sie damit beauftragt? Ja, da, heute Morgen. Was denn, heute Morgen? Etwa schon bevor Sie hierher kamen? Ja, aber irgendwann werden Sie es auch in Ihr Herz schließen, früher oder später. Hören Sie mal zu. Oh.
Keine Sorge, die lasse ich reparieren. Das ist die einzige, die mir gefällt. Ich will ja Ihre Romanze nicht stören, wa? Aber das macht 80 Mark fürs Klavier und 20 Mark Regenzuschlag. Ach, so viel doch nicht. Ja, nur bezahlen Sie schon. Und den Abtransport gleich dazu. Das geht nicht, Fräulein. Wir machen ja alle Feierabend. Und den habt ihr auch verdient. Wohin darf ich das Geld überweisen? Auf die flache Hand, Meister. Ah, verstehe, ja. Na, dann werde ich einen Scheck ausfüllen. Der Witz ist gut. Ja, kein Vertrauen mehr unter den Menschen, nicht? Katharina, können Sie mir mal eben 100 Mark pumpen? 100 Mark? Ja, 100 Mark und ein bisschen Trinkgeld. Ich hab's im Moment gerade nicht passend. Kleine Schlummerlied, ne? Schlummerlied, so, so. Ich dachte immer, ich sei eine nervenstarke Frau. Aber Sie bringen mich noch in die Klapsmühle. Bitte, bitte hören Sie doch mit Ihrem Radau auf. Also, irgendwo stimmt's nicht mehr mit uns beiden. Sie waren da gestern nicht so. Gestern, wann war das? Also, lassen wir's hier. Trinken Sie erst mal einen kleinen Whisky. Den rühre ich nicht mal mit der Kneifzange. Ist eine gute Marke. Moment ja, mal. Ja, es ist gut, es ist Ihr Whisky. Sie können es mir ja von der Miete abziehen, ne? Das muss an mir liegen, allein an mir. Oh. Herr Böck, ich muss Ihnen etwas sagen. Nicht nötig, ich fühle es auch in mir. Doch was ich sagen will, sagt mein Klalalavier. Studel-didel-didel-didel-du. Herr Böck? Ja. Die Probezeit ist vorüber. Ah, fabelhaft. Dann habe ich also bestanden. Falsch getippt. Wieso, wieso? Tut mir leid, Herr Böck. Sie müssen gehen. Moment mal, ich mache Ihnen erstmal eine kleine Kamille mit Schuss, ja? Und dann sehen wir gleich weiter, ja? Kleinen Augenblick. Ich habe dieses blöde Bügelbrett hier mitten im Weg stehen lassen. Hey je, hoffentlich nichts Schlimmes. Ja, mein Zeh ist kaputt. Gott sei Dank, ich dachte schon, das Bügeleisen. Ja, das ist typisch. Ist Ihnen vielleicht klar, dass ich nie wieder spielen werde? Wieso? Spielen Sie mit den Zehen? Ja, Fußball. Hm. Na, zeigen Sie mal her. Komisch. Mein Mann hatte die gleichen. Dieselben, aber mir sind sie zu klein. Entschuldigung, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich einen größeren geheiratet. Also, welcher ist es? Ja, der Geschwollene natürlich. Aha. Tut das weh? Nee. Ha, ein gutes Zeichen. Das ist ja auch der falsche Fuß. Ach, wirklich? Au, au! Vorsichtig! Pardon. Würden Sie ihn bewegen? Nein, jetzt hänge ich hier rum, wochenlang, monatelang womöglich. Wetten das nicht? Ich wäre ja schon längst draußen, aber wie soll man sich denn mit dem Ding hier rasieren? Das ist ja auch meiner und nichts für Männer, Bärte. Adieu, Herr Böck. Ja, das werden Sie noch bereuen. Wie sagte doch Schiller so schön? Wer kann mich mal? Nee, nicht die Stelle. Da werden Weiber zu Hyänen und treiben mit Entsetzen ganz schön Scherz. Da müssen Sie sehen, wie Sie damit weiterleben können. Nach Ihnen könnte ich sogar mit Jack the Ripper weiterleben. Ja, bitte. Beeilung bitte, ich muss zur Arbeit. Ja, schon. Das Klavier lasse ich dann noch abholen. Und auch noch was. Die sind für Sie. Wo haben Sie die denn so früh her? Tja, woher? Die Antwort, mein Freund, was ganz allein der Wind. Die Antwort. Ja, ja, alles schon ganz gut, Herr Böck. Adieu, Herr Böck. Adieu, Kathi. Ach, Ihr Scheck. Ach, Geld bedeutet mir nichts, Kathi. Adieu. Adieu. Du hast es also geschafft. Mama, du bist wirklich grausam. Ich fand den ganz nett. Egal, ich verliere einen Mieter, doch dafür gewinne ich meine Ruhe. Und ein Klavier. Mama? Ja? Was ist denn das? Warum ist denn der zerrissen? Damit hätten wir nun das Auto gerettet. Na, du brauchst ihn ja nur zurückzuholen. Ach, Beatrice, fang nicht wieder damit an. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Mir langt's jetzt. Tag. Oh, Herr Götz. Entschuldigen Sie, Frau Keller. Ich wollte nur mal wissen, ob Sie jemanden Verdächtigen beobachtet haben. Heute Morgen. Irgendjemand hat mir die schönsten Blumen aus meinem Garten geklaut. Tatsächlich? Es ist kaum zu glauben, was so alles hinter dem eigenen Rücken passiert. Hallo Mama. Hallo Trixi. Du, ich habe Probleme mit Anatomie. Dann iss nicht so viel Kekse und hilf mir beim Auspacken. Ach nein, nicht schon wieder dieses Brot. Das schmeckt doch echt kotz. Eben, dann essen wir nicht so viel. War da nicht jemand an der Tür? Nein, du denkst nur wieder an Willi. Du vermisst ihn. Nee, aber das Auto werde ich vermissen. Sie wollen es heute Abend abholen. Und wer ist schuld daran?
Warum musste Willi denn gehen, wo er sogar die Logos drauf hatte? Na komm, jetzt haben wir es 3 Jahre lang ohne Mann geschafft. Ja, das wollte ich dich immer schon mal fragen. Wie hältst du das überhaupt aus? Na, wisst ihr, also, da haben wir's. Da sind sie schon. Halt! Warte mal! Ja, wieso denn? Hier, der Scheck. Ich habe ihn wieder zusammengeklebt. Kannst du ihn einlösen? Ja, du bist gut. Das kann man doch nicht machen, wenn der Böck hier nicht mehr wohnt. Ja! Ja? Guten Tag, gnädige Frau. Würden Sie mir von Ihrer kostbaren Zeit etwas opfern? Worum geht's? Ich komme im Auftrag der Kirche zur ekstatischen Glückseligkeit. Ah, verstehe. Aber ich glaube, davon brauche ich im Moment nichts. Friede diesem Haus. Ich verkünde meine Botschaft nämlich überall, auch in Babylon. Hey, Moment mal! Sie, haben Sie irgendwo einen Raum, wo wir in Ruhe meditieren können? Oh ja, das reicht. Jetzt hören Sie mal zu, Herr Kniebach. Herr Kniebach, nichts gegen Ihre Ekstase und ich wünsche Ihnen auch alles Gute, sogar in Babylon, aber ich hab's leider an. Der Vortag der Gründung unserer Gemeinde war am 3. März 1932. Wie schön für Sie, aber ich muss jetzt leider... Schwester, ich spüre in dir den Schimmer göttlichen Lichts. Der heilige Hubtus wird dich erlösen. Und zwar für immer und für 75 Mark. Und außerdem habe ich erfahren, dass Sie ein Zimmer zu vermieten haben. Schon vergeben, leider. Also, wenn Sie jetzt bitte gehen würden. Sofort. Aber erst, nachdem wir gemeinsam das Geheimnis des glückseligen Lebens erforscht haben, hier steht alles drin. Das Buch Hubtus. Hören Sie, verkünden Sie ein Hupti-Schwupti sonst wo, aber nicht bei mir. Ah, vielleicht wieder ein Kandidat für unsere Gemeinde. Moment. Es sind alle herzlich willkommen, Schwester. Bitte nicht sagen, geben Sie mir die Chance. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Wie bitte? Geht's Ihnen nicht gut, oder was? Kommen Sie, da ist ein Irrer im Wohnzimmer. Was? Ist Ihr Mann zurückgekommen, oder? Nein, irgend so ein Irrer von der Sekte Hubtus oder so. Nein. Ja, bitte, bitte schaffen Sie mir den Kerl vom Hals. Na gut, ich mach das schon. Aber bleiben Sie bitte draußen, den Anblick möchte ich Ihnen ersparen. Und hören Sie mal zu, Herr Hubtus. Hey, war das nicht gerade Willi? Ja, er ist wieder da. Und dann ist ja alles in Ordnung. Da bin ich nicht so sicher. Oh! 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 Ich glaube, das reicht. Die nimmt dich in Freuden wieder auf. Okay, ja, also mach die Fliege. Oh! Tschüss und danke. Danke. Die Fliege? Wieso tschüss und danke? Und wo sind die 50 Mark, die versprochenen? Was? Au, au! Was? Die 50 Mark, du Pfeife! Au! Ich hab plötzlich wieder so ein Ohrensausen. Was? Ja, ich höre plötzlich nichts mehr. Ich rufe dich morgen wieder an. Ist ja? In Ordnung. Au! Ja, tschüss. Ja, tschüss. Du hast Ohrensausen und hörst nichts mehr? Du, ja. Da habe ich ein fabelhaftes Haus. Au! Besser so. Plötzlich ist es wieder wie, also... Geld her. Tut mir leid, ich komme im Moment an mein Festgeld nicht ran. Tut mir leid. Ja, Leid kannst du haben. Was? Wer das Schwert hebt, soll durch das Schwert umkommen. Und wer gegen den heiligen Hubtus lästert, soll zermalmt werden zu Brei. Gibt's in der Nähe eine Bushaltestelle? Scheiß Gegend. Oh. Ach, du dicker Vater. Oh. Oh. Alles in Ordnung, Herr Böck? Oh, ist aber gegeben. Der lässt sich so bald nicht wieder blicken. Hier, Ihr Scheck. Ich habe ihn wieder zusammengeklebt. Gute Arbeit, Trixie. Ja. Na, ich gebe Ihnen noch mal eine Chance.